Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Pixel, das Magazin rund um PC, Spiele, Apps und den digitalen Lifestyle hier bei TechTime TV. Heute tauchen wir ein in virtuelle Welten und zwar mit einer ganz speziellen Brille, der Cinemizer OLED 3D Multimedia Brille. Klingt eigentlich schon mal ganz sensationell. Ob dieses Teil auch wirklich das hält, was es verspricht? Dazu später mehr. Zunächst aber bleiben wir in der realen Welt. Sendungen, die das absolut wahre Leben zeigen, gibt es ja viele im Fernsehen. Sogenannte Doku-Soaps oder Reality-Serien. Frauentausch bei RTL 2 zum Beispiel. Aber wie viel wahres Leben steckt da wirklich drin? Otto Steiner ist Fernsehproduzent und kennt sich aus. Er hat schon einige dieser Serien sehr erfolgreich auf diversen Sendern etabliert und die Einschaltquoten zeigen, dass die Leute solche Formate nach wie vor sehen wollen. Ich führe den Erfolg darauf zurück, dass die Leute, die Zuschauer, einen Blick hinter die Schlüssellöcher werfen können, in fremde Wohnungen, in fremde Lebenswelten, mit sehr intimen Einblicken und dort oft auch Geschichten erleben, Streitschicksale etc., die ihnen vielleicht sogar ein Wohlfühlgefühl deshalb reflektieren, weil sie sagen, es ist bei uns doch nicht ganz so schlimm wie bei manch anderen. Da geht es noch härter zu und natürlich gibt es dann Anlass zum Staunen, zum Mitfiebern, aber auch eben sich ein bisschen abzusetzen, teilweise zum Lachen. Und es sind eben Geschichten aus dem echten Leben, die dort erzählt werden. Und insofern glaube ich, dass die Leute da immer wieder und weiter danach hungrig sind, diese Geschichten zu erfahren. Wie echt sind diese Geschichten und wie viel ist davon vielleicht gescriptet? Das kommt auf das Format an. Also es gibt Formate, die sind absolut ungescriptet. Ich werde beispielhaft immer auf Frauentausch angesprochen, Produktion von uns. Da kann ich wirklich sagen, dass da nichts geschrieben ist, auch wenn das immer viele Leute vermuten. Das ist die Realität. Natürlich steuern wir dort, indem wir die Casts so besetzen, dass sie möglichst, ich sag mal, konfliktreich sind. Das kann schon sein, allein der Konflikt, eine Vegetarierin gegen eine Fastfood-Liebhaberin zu setzen, kann schon genug Potenzial für 2 Stunden ergeben. Einen Raucher gegen einen Nichtraucher etc. oder jemand, der seine Kinder sehr streng erzieht, gegen jemanden, der eher liberal erzieht. Also da gibt es so schon kleine Dinge, die dazu führen können, dass es zu Konflikten über 2 Stunden kommt, die sehr interessant sind. Es gibt andere Formate, wie zum Beispiel fast momentan alle Nachmittagsformate bei RTL und Sat.1 sind ja gescriptet. Das hat hauptsächlich wiederum, ich sag mal, neben den inhaltlichen Gründen, dass ich dann die Inhalte genauso hinbekomme, wie ich sie möchte, in einem bestimmten Zeitraum, nämlich bei einer Doku-Soap wie Frauentausch drehe ich ungefähr 8-9 Tage, um diese 2 Stunden voll zu kriegen. Wenn ich ein Format skripte, kann ich in 1 bis 2 Tagen zum gewünschten Ergebnis kommen, weil die Laiendarsteller genau das machen, was ich möchte. Das wiederum hat zur Folge, dass so ein Format günstiger ist. Und die Sender so ein Format natürlich günstiger kriegen als ein reines Doku-Format, wo über einen wesentlich längeren Zeitraum gearbeitet und geschnitten werden muss. Und das ist eigentlich der Grund, warum am Nachmittag so viel gescriptet wird. Und dann eigentlich, ich überlege gerade, ob mir in der Primetime eins einfällt, in der Primetime gibt es Scripted-Formate kaum, weil da werden sie ja durch die klassische alte Fiction, ich wollte schon sagen, ersetzt. Aber da ist immer noch die fiktionale Serie führend. Und man setzt als Sender immer drauf, bisher noch drauf, dass die Doku-Formate in der Primetime weitgehend echt sind. Ja. Und was kommt beim Zuschauer besser an? Kann man da irgendwie was sagen? Oder ist es gleich ausgewogen? Das ist sehr unterschiedlich nach dem Geschmack der Leute. Ich glaube, das alles Entscheidende sind immer 2 Dinge. Die Besetzung der Protagonisten. Also mag ich die oder bleibe ich da hängen, weil die skurril sind oder besonders... sind es Leute, die besonders ihre Emotionen rauslassen, schüttel ich den Kopf, staune ich, das ist das eine. Also der erste Faktor ist immer die Besetzung. Das zweite ist die Geschichte, die man erzählt. Wenn die Geschichte stark ist, bleiben die Leute dran und ich glaube sogar oft ist es ihnen egal, ob es gescriptet ist oder nicht, weil die Diskussion am Nachmittag ist ja oft, dass viele Leute sagen, oh, das schaue ich mir nicht an, also oder die Experten, die Fachleute sagen, das
das ist ja alles geschrieben, aber es hat weitgehend keine Relevanz. Ich glaube, dass beide Formatgenres ihre Berechtigung haben, dass sowohl das Scripted-Format, die Scripted-Reality weitergehen wird. Ich glaube aber auch, dass es wieder einen Trend geben wird, auch am Nachmittag eher zu den Non-Scripted-Formaten. Dass das so langsam kommen wird. Wenn Sie sich die Quoten bei RTL anschauen, auch bei Sat.1, dann ist es nicht mehr so, dass die Vorherrschaft so bedingungslos ist, wie noch vor, sagen wir mal, 3-4 Jahren, sondern dass langsam die Quoten auch oder diese Programme auch immer wieder Schwankungen haben. Und ich glaube, wenn ich so die Trends mir jetzt anschaue, dass die Senderverantwortlichen auch wieder mehr Lust bekommen auf Non-Scripted-Formate. Das wäre schön, liebe Zuschauer, oder? Weniger Scripted Reality. Und ganz schön real. Im Gegensatz dazu sind die Gadgets, die wir Ihnen auch heute wieder präsentieren. Und du bist auch sehr real. Ja doch, Hoodie. Ich bin es. Ja, schön. Tatsächlich bin ich es. Wo fangen wir an? Ich habe heute 3 schöne Wecker für dich mitgebracht. Okay. Stell dir vor, es ist 6 Uhr morgens. Du musst raus oder wann musst du aufstehen? 6:30. 6:30, okay. Mhm. Eine halbe Stunde Gnadenfrist. Und dann geht das hier los. Muss ich mich Heli verstecken? Wecker, Achtung. Und er hebt auch gleich ab. Oh. Und im Zweifelsfall geht er ins Auge, oder was? Nein. Weg ist er, ist weg. Abgestürzt, machen. Ja. Okay. Aber es ist auf jeden Fall schön laut. Ja, also ein Alarm hier. Also genau, den Alarmton gibt es auch so noch. Gerne. Mache ich das aus? Das geht. In dem Fall ist es hier so ein Testknopf, mehr oder weniger. Ah, okay. Und du schaltest hier dann aus, jeweils Alarm. Okay. Alarm ein, aus, je nachdem. Zack. Und schon ist er deaktiviert. Oh Gott, das hast du Freude, ne? Wolltest du noch was sagen? Okay. Und hier? Hier haben wir eine Raketenabschussbasis in Form eines Weckers. Ich läute mal den Countdown ein. 5, 9, 8, 7, 6, in Deckung gehen, oder? Du oder ich? Es leuchtet 3, auch schön. 2, und? Geht's noch? Ist ja unglaublich. Genau, und jetzt hier ein schöner, nerviger Ton. Da muss man aufstehen, glaube ich. Super. Ruhe. Ich bin begeistert. Du siehst, es geht sehr laut, es geht sehr deutlich, ja. Aber es geht auch etwas angenehmer mit diesem LED-Sternenhimmel. Wahlweise mit muss ich direkt Blubber, aufs Klo. Blubbergeräusch. Das soll so wahrscheinlich so ein bisschen ein Meer rauschen, Wasser. Aber das ist jetzt die Toilette. Wir haben aber auch noch. Ah, da ist das Meer. Aber mal ganz ehrlich, das ist doch nichts zum Wachwerden, da schlafe ich doch wieder ein. Naja, man muss ja auch nicht, man kann ja auch ganz entspannt aufwachen. Man hört es, ja. Genau, halt's mal ans Mikrofon. Babylein, schlafe ein. Entschuldigung. Du hast die Wahl, entweder. Oder so. Oder die Rakete. Herrlich, können Sie alles sehen bei Effective Shops, liebe Zuschauer. Süße Gadgets und beim nächsten Mal zeigst du uns wieder mehr, oder? Ja, genau. Ich habe noch viel Verrücktes bei mir in der Redaktion stehen. Ich freue mich sehr. Wirst staunen. Und habe auch schon ein bisschen Angst, wenn mir wieder was um die Ohren fliegt. Ich sage nur. Das macht er jetzt den ganzen Tag, ich fürchte. Ruhig. Jetzt kommen wir zu dieser Brille, die ich schon anfangs erwähnte. Der Cinemizer OLED 3D Multimedia Brille. Ist die wirklich top oder ist die flop? Virtuelle Realität direkt vor Augen. Das verspricht die Cinemizer OLED 3D Multimedia Brille von Zeiss. Wie gut klappt das nun wirklich? Mal sehen. Startbereit ist man recht schnell. Einfach zum Beispiel einen Blu-ray-Player anschließen. Idealerweise natürlich mit einem 3D-Film. Ein HDMI auf Mini-HDMI-Kabel liegt bei. Unterstützt werden 720p und 1080p. Spielekonsolen wie die Xbox können aber natürlich auch angeschlossen werden. Oder sogar iPhone und iPod. Nur leider maximal bis zum iPhone 4, zumindest bei unserem Testgerät. Alternativ liegt zusätzlich für Geräte mit analogem Anschluss ein Cinch-Videokabel bei. Die vom Hersteller versprochene virtuelle Bilddiagonale liegt bei 40 Zoll, also 1,2 Meter, quasi betrachtet mit einem Abstand von 2 Metern. Aber 40 Zoll ist doch eigentlich wenig für das volle Kinoerlebnis. Der Akku hält bis zu 6 Stunden, das ist fürs Erste in Ordnung. Geladen wird er über einen USB-Anschluss. Für Brillenträger sehr interessant und sehr erfreulich, die Dioptrienzahl kann angepasst werden. Zwischen minus 5 und plus 2.
zwei Brillen übereinander sind auch mit Sicherheit kein Spaß. Die Cinemizer OLED an sich ist ein Leichtgewicht, nur 120 Gramm wiegt sie. Die Verarbeitung scheint okay, aber nicht besonders hochwertig. Über das Design kann man sich sicherlich streiten, aber schick ist definitiv etwas anderes. Der weiße Farbton ist beim iPhone ja wirklich edel, hier wirkt er aber eher peinlich. Die In-Ear-Kopfhörer sind eine gute Idee und man bekommt geräuschmäßig von der Umgebung auch nicht mehr viel mit. Die Stereo-Soundqualität ist leider nicht überragend. Ein externer Kopfhörer kann jedoch alternativ angeschlossen werden. Ober- oder unterhalb der Brille kann man jederzeit durchblicken und so doch noch etwas von der realen Welt erleben. Nun geht's in die Vollen. Die Bildqualität einer Blu-ray auf der Cinemizer OLED-Brille hat im Test nicht überzeugt. Sowohl spezielles 3D-Material als auch eine normale Blu-ray. Der räumliche Eindruck ist nur ansatzweise da und es bleibt oft trotz ständiger Versuche der Einstellung immer der Eindruck einer leichten Unschärfe übrig. Mit Zusatzadaptern soll das zwar besser werden, aber wieso? Warum irgendwelchen Zusatzkram? Ich möchte das Ding einfach nur aufsetzen und dann soll es funktionieren. Der Nasenaufsatz ist weich und flexibel. Trotzdem sitzt die Brille nicht wirklich gut auf der Nase und rutscht immer wieder leicht hin und her. Außerdem macht sich nach einiger Zeit doch das Gewicht bemerkbar und die Brille fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Der von 3D-Brillen allgemein bekannte Effekt, dass die Augen relativ schnell ermüden und sich leichte Kopfschmerzen einstellen, ist in unserem Test leider auch bei der Cinemizer OLED feststellbar. Das ist zwar natürlich ein subjektiver Eindruck, dennoch leider Tatsache. Die On-Screen-Menüs sind klein und oftmals etwas schwer zu entziffern. Hier besteht Nachbesserungsbedarf. Die 3D-Gaming-Darstellungsqualitäten konnten wir leider nicht testen, vielleicht lässt dieses Erlebnis ja die grundsätzlichen Unzulänglichkeiten etwas vergessen. Diese schließen auch den Verkaufspreis ein. Der liegt nämlich bei über 600 Euro. Ein Preis, der absolut nicht gerechtfertigt ist. 200 bis 300 Euro werden maximal angemessen. Von einem Hersteller von hochwertigen Produkten wie Zeiss hätte ich mir eigentlich etwas ganz anderes erwartet. Schade, aber von den virtuellen Welten sind nur unscharfe, nasenbeschwerende und Kopfschmerzen verursachende Erinnerungen geblieben. Und jetzt ist es wieder Zeit für ein paar aktuelle und interessante Apps für Smartphones und Tablets. Laufen, Sport treiben, richtig fit werden und immer auf dem Laufenden sein, wie die Herzfrequenz momentan steht. Mit der App Runtastic Heart Rate. Sie gehört zur sehr umfangreichen Runtastic-Reihe und liefert zuverlässig in jeder Lage Informationen. Einfach mit dem Zeigefinger leicht an die Kamera bzw. den Blitz drücken und schon startet die Messung. Ruhepuls, Puls vor und nach dem Sport, maximale Herzfrequenz. Die Entwicklung ist grafisch sehr gut dargestellt und sämtliche Messungen werden im Verlauf gespeichert und Sie bekommen eine gute Übersicht über die Entwicklung. Runtastic Heart Rate kostet 1,99 Euro und gibt es für iOS und Android. Kochen so gut wie zu Omas Zeiten? Das ist problemlos möglich. Mit der App aus Omas Trickkiste. Sie hilft nicht nur beim Kochen, auch im Alltag gibt es Hilfe. Nützliche Rubriken wie Küche, Kosmetik, Heimwerken oder Praktisches beinhalten insgesamt über 2500 Ratschläge. Wissen ist eben Macht. Dafür sind 89 Cent durchaus ein angemessener Preis. Erhältlich ist die App für jedes iOS-Gerät ab Version 4.3. Und nun feiert ein weiterer Spieleklassiker bei uns sein Comeback als App. UNO. Farbenfroh und mit Schwung. Spielspaß ist garantiert. Die Karten werden einfach mit dem Finger bewegt und idealerweise sind sie ihre zuerst losgeworden. Zu spielen entweder alleine oder im Online-Modus mit der App UNO und Friends. Diese ist zwar kostenlos, enthält jedoch In-App-Käufe. Die klassische UNO-App kostet dagegen stolze 4,49 Euro für iOS. Und das war's auch schon wieder mit Pixel für heute, liebe Zuschauer. Feedback und Themenvorschläge sind immer ganz herzlich willkommen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an pixel@techtime.tv. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.